Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, herzlich willkommen zu F1 23. Endlich geht's mit der MyTeam-Karriere los. Wir haben ein wundervolles Team zusammengestellt. Daving Point nennt sich dieses sehr, sehr coole Team. Und so ähnlich in der Form gab's dieses Team noch nicht. Nee, weder vom Namen noch von der Farbkombo her. Das ist komplett einzigartig. Nee, ich habe mich dazu entschlossen, dass wir mal so ein bisschen dem Racing Point nachempfunden, ein Auto hier basteln. Und ja, bin mal gespannt, wie wir hier in der ersten Saison so abschneiden werden. Ich denke mal, das wird richtig, richtig cool. Wir nehmen eine volle Saison mit. Ab vielleicht der zweiten würden wir dann gegebenenfalls ein bisschen mal auf 16 Rennen mal reduzieren. Wir haben den Red Bull Motor drin und damit sind wir ganz, ganz knapp hinter Alpine, was die Performance angeht. Das ist schon mal not bad und vielleicht können wir sogar bis zum Bahrain Grand Prix noch ein bisschen Boden gut machen. Wir könnten zum Beispiel den Luftwiderstand reduzieren, könnte uns helfen, damit wir hier durchaus auch auf den Geraden besser zurechtkommen. Performance-technisch dürfte der Red Bull Motor ja nicht ganz der stärkste sein und wir haben bei der Aero ein mittelstarkes Auto, Red Bull ist da ganz, ganz weit weg von allen anderen, ebenso auch beim Chassis, da sind wir auch im Mittelfeld unterwegs, beim Motor, da sind wir doch ganz gut dabei tatsächlich, ja gut, wahrscheinlich, weil wir am Anfang in den Interviews auch gute Antworten gegeben haben und wir haben auch eine ganz gute Zuverlässigkeit, dank Red Bull, aber auch dank unserer Antworten. Die Strapazierfähigkeit geht hoch und wir gucken mal ganz kurz, was jetzt so die nächsten Wochen passiert. Wir haben natürlich immer auch die Aktivitäten mit dabei. Der MyTeam-Modus hat sich ja nicht groß verändert hier. Aber was sich verändert hat, ist, dass das Handling spürbar anders ist, spürbar angenehmer ist. Und wir schmeißen jetzt schon mal die nächsten Upgrades in die Pipeline. Da wisst ihr schon mal Bescheid. Vielleicht machen wir... Oh, das hier bis Australien nochmal fertig. Klingt eigentlich ganz gut. Und bis Jeddah könnten wir hier nochmal den Schleifblock anpassen. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in Bahrain. Let's go, Leute. Ab auf die erste Quali-Runde. Und wir sind topspeed-technisch ganz gut dabei. Bisschen quer gestanden hier beim Exit. Aber insgesamt noch echt gut im ersten Sektor. Oh. Wieso das denn? Also der Red Bull Motor scheint ja echt gut zu laufen. In einem Paralleluniversum habe ich gegebenenfalls einen Renault Motor im Fahrzeug installiert. Und da fahren wir 100% Rennen und sind gegebenenfalls nicht ganz so weit vorne mit dabei. Okay, das hat sich gerade ein bisschen erledigt. Aber das ist doch trotzdem ordentlich gewesen jetzt. Bisher die Runde. Ja, der Grip ist einfach so geil. Es ist so schön, dass Grip in F1 wieder zurück ist. 18. Sekunden hinter Leclerc. Top 10 aktuell. Oh je, Mine, das wäre so geil. Ah, beim Short Shift ein bisschen quer gekommen. Aber insgesamt eine gute Runde. Das ist Top 10. Alter. Ich habe noch gar nicht gesagt, wer unser Teamkollege ist, ne? Ja, Leute, das werdet ihr jetzt sehen. In unserem ersten Qualifying konnten wir direkt unseren Teammate besiegen. Pastor Maldonado, etwa 3/10 hinterher, ist auf Platz 14. Ja, mal gucken, ob es dann im Rennen vielleicht nicht noch etwas enger wird. Er ist ja ein guter Qualifier gewesen. Er ist auch teilweise in Sachen Rennpace sehr schnell gewesen. Nur nicht so consistent. Aber da wir kein Budget Cap im Spiel haben, dürfte das hoffentlich kein Problem sein. Alright, Leute. Erstes Rennen der Saison. Gucken wir, wie es läuft. Let's go. Okay, Gasly direkt stehen lassen. Alonso auch nicht gut weggekommen. Oh, Stroll ist ja dran. Und fährt mir ein bisschen in die Kiste. Alles gut. Kein Damage davon getragen oder so. Hoffentlich er auch nicht. Wir kommen ziemlich gut raus und können gegen die beiden mehrfach Weltmeister hier fighten. Direkt Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Die haben sich auch in der Realität hier schon ein geiles Duell geliefert. Und Lance Stroll könnte hier Kapital draus schlagen.
Nee. Das Kapital kümmert sich da eher der Vater. So, und wir haben einen ganz guten Start hingelegt. P9 direkt zum Einstieg. Ist schon mal nicht schlecht. Und dran an Alonso, Hamilton und Co. Also der Red Bull Motor, der scheint ja auf jeden Fall echt gut zu funktionieren. Im Vergleich zum Renault Motor haben wir hier, glaube ich, echt gerade eine ziemlich gute Performance. Und wenn ich hier Punkte beim Debüt direkt mitnehmen kann, das wäre ein absoluter Traum. Jetzt hoffe ich nur noch, dass Maldonado irgendwie noch rankommt. Das wäre richtig cool. Fernando Alonso probiert es jetzt gegen Esteban Ocon. Hamilton ist da schon auf Startziel durchgeschlüpft. Die beiden haben sich ja letzte Saison nicht so gut verstanden, als sie im Alpinen gemeinsam waren. Und bei der Traktion scheint es noch nicht so zu passen bei unserem Auto. Ein bisschen quer stehen tun wir da schon. Gerade bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, aber wenn man ein bisschen vorsichtiger ist, geht das schon. Also aus der Haarnadel sah das jetzt ja wieder sehr viel besser aus. Und ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich auch auf alpinem Niveau performen können. Jetzt müssen wir auch Pasta da so ein bisschen durchkommen. Durch erhöhten Reifenabrieb haben wir hier tatsächlich auch die Möglichkeit, ein bisschen mal strategischer Natur etwas zu reißen. Da bin ich auch schon sehr drauf gespannt. Oh, und die erste gelbe Flagge. Der erste Ausfall, Fragezeichen. Das könnte einfach Romeo sein, vielleicht ein Haas. Das ist ein Haas. Nico Hülkenberg ist ausgeschieden. Kein Safety Car, kein Virtual Safety Car. Ja, was ich überlege, ist eventuell auch mal einen kleinen Undercut zu machen. Der ist hier enorm mächtig, weil der Reifenabrieb schon sehr viel Pace kostet. Und wenn wir die harten Reifen da mitnehmen, klar, dann haben wir erstmal einen Nachteil, am Anfang zumindest vom Stint, weil wir dann die langsamere Mischung haben, aber der Reifen baut nicht so stark ab, der verliert also auch nicht so viel Pace und wir könnten auch einen Undercut wagen. Es hängt natürlich immer so ein bisschen drauf, auch davon ab, wie gerade die Position von uns ist, können wir jemanden überhaupt undercutten oder nicht. Wir werden das dann genauer sehen. Ach, übrigens, weil ich das noch nicht erwähnt habe, wir fahren 35% Rennen hier. Der Modus ist neu dazugekommen. Training ist dann leider immer noch nur eine halbe Stunde lang, wenn man das quasi dann simuliert. Das heißt, da gehen einige Ressourcenpunkten oder Upgrade-Vergünstigungen ein bisschen flöten. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie gewuppt. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen DRS und können uns da leicht mitziehen lassen von Esteban Ocon und Alonso, der hier gar nicht mal so gut wegkommt. Die Pace ist bis jetzt sehr, sehr stabil. 1.34.1, 1.34.2. Das fahren wir hier gerade durchgehend. Oh. Fast Ocon hinten drauf gekesselt. Ja, und die Gasannahme ist beim Red Bull echt angenehm gerade. Also wirklich, du kommst zumindest aus diesem ersten Kurvengeschlängel sehr gut raus. Was hier zum Beispiel hin und wieder mal das Problem ist, oder auch mal aus der Haarnadel oder so, das müsste ich nochmal genauer erörtern, aber aus der ersten Kurvenkombination heraus liegt das Fahrzeug wirklich sehr, sehr gut. Und wir können hier wirklich auch Ocons und Alonsos Pace mitgehen. Zumindest, wenn wir im DRS bzw. Windschatten-Train sind. Das funktioniert bis jetzt alles schon sehr, sehr gut und ist auch vielversprechend für erste Punkte in der Saison. Wir sind bei fast 30% Reifenabrieb. Das war so etwa der Zeitpunkt, wo der Drop-Off von der Pace wirklich sehr, sehr heftig wurde. Also sollten wir jetzt weiterhin niedrige 34er-Zeiten fahren, ist alles cool. Sollten die Zeiten jetzt ein bisschen einkrachen, dann ist es erwartbar. Aber dann hätten wir auch Glück, weil das sich hier nicht so stark bemerkbar macht. Weil wir sind ja schon bald im Boxenstopp-Fenster und in so 1, 2, 3 Runden könnte es ja auch reingehen schon. Vielleicht würde ich Runde 8, Runde 9 gegenüber bevorzugen und jetzt hat Ocon kein DRS. Jetzt wäre tatsächlich mal die Möglichkeit, da ihn hier zu überholen und das haben wir hinbekommen. Und rechtzeitig auch noch für die erste Schikane hier angebremst. Da geht's ein bisschen quer. Und wir haben trotzdem noch DRS von Alonso bekommen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Energie, die müssen wir nutzen, auch wenn es im zweiten Sektor hier zumindest wenig Sinn ergibt eigentlich. Damit wir aber wieder ins DRS-Fenster kommen vom Aston Martin. Dann hätten wir hier die Möglichkeit, gleich auf der längeren Geraden nochmal DRS zu öffnen. Und das würde dann natürlich
auch bedeuten, dass wir auf Startziel tendenziell wieder eher im DRS-Fenster sind. Und wir sind im DRS-Fenster. Ich habe mich verbremst. Bist du weit rausgekommen? 13 wird wieder verloren. Mal gucken, ob wir hier auf der Geraden wieder was gut machen werden. Oh, wieder die 13 aufgeholt. Da sieht man mal, DRS lohnt sich hier definitiv. Abstand zu dem Alpine hinter mir wird auch wieder größer. Oh, wir sind recht nah an unserer persönlichen Bestzeit dran. Also es funktioniert bis jetzt alles sehr, sehr gut im Rennen. Jetzt müssten wir vielleicht nochmal eine Runde hinter Alonso herfahren und die Batterie regenerieren. Und vielleicht haben wir dann sogar die Aussicht auf P7. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. 18. Sekunden Rückstand. Jetzt sind wir relativ safe, würde ich sagen, was das DRS angeht von Alonso. Weiter hinten gab es schon die ersten Fights. Esteban Ocon und Lance Stroll waren sich da nicht einig, wer da auf P9 sein sollte. Konnten wir ganz gut nutzen, um hier wegzuziehen. 3 Sekunden trennen uns da jetzt schon zu den Fahrzeugen weiter hinten. Ja, und die Pace sieht nach wie vor ziemlich gut aus. Aber wobei, jetzt haben wir sogar eine Sekunde schon verloren. Uff, so oder so, wir gehen an die Box. Let's go. Und niemand anderes geht hier rein. Hoffentlich auch Maldonado nicht. Nee, das heißt, wir halten ihn nicht mal auf. Das war so ein bisschen meine Sorge, als ich jetzt die Strategie in der Runde vorverlegt habe. Dann auf geht's, Leute. Schnell beim Reifenwechsel sein. Let's go, sehr schön. Uiuiuiui. Damit sind wir auf dem letzten Platz, aber wir haben auch Freifahrt. Alles gut, alles entspannt. Reifen jetzt mal kurz warm fahren. Und dann gucken wir mal. Dass wir hier auf dem Medium-Reifen vielleicht noch ein bisschen wegkommen. Vielleicht sogar Alonso jetzt noch holen. Da waren jetzt einige Leute an der Box. Fernando Alonso kommt jetzt frisch aus der Box raus. Lewis Hamilton mit den harten Reifen unterwegs. Stimmt, ich habe auch mal ein bisschen überlegt, ob ich die mitnehmen soll, aber habe mich ja dagegen entschieden dann jetzt. Oder habe nicht mehr drüber nachgedacht. Oh, ich habe kein DRS von Alonso. Wild. Sonst hätten wir ihn hier direkt angreifen können. Schade. Aber dann halt auf der nächsten DRS-Geraden. Ja, man sieht jetzt aber zum Beispiel, die Reifen sind definitiv schneller. Es war halt einfach nur dieser eine Run, diese eine Runde, wo wir sie ein bisschen wieder warm kriegen mussten. In der ich jetzt nicht wirklich was zu Alonso aufholen konnte, aber die Reifen sind definitiv schneller. Jetzt kann man sich drüber streiten, ob es besser gewesen wäre, die Strategie beizubehalten und eine Runde länger draußen zu bleiben, aber ich glaube so oder so, das macht den Kohl am Ende nicht fett. Da werden wir jetzt nicht groß durch verloren haben. Ja, vor allem haben einige Leute auch längere Standzeiten in der Box gehabt. Zum Beispiel ein Esteban Ocon, der ist jetzt über 5 Sekunden hinterher. Also entweder der hat einen Fehler gemacht oder hatte eine Wartezeit, weil irgendwie Verkehr in der Box war. Und Lewis Hamilton kämpft sich da an De Vries vorbei. Der könnte jetzt auch noch in Reichweite sein durch seine Reifenwahl. Mal schauen, was die harten Performance-technisch hier dann so bringen können. Wir können jetzt auf jeden Fall noch nicht so enorm schnell an Alonso ran und vorbeikommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Da muss ich vielleicht noch einen Moment Geduld haben. Oh mein Gott, da ist George Russell. Oh mein Gott! Wir sind vorbei an George Russell. So viel zum Thema, wie stark ist ein Undercut. In der ersten Runde ist der Reifen noch nicht auf Temperatur, da logischerweise noch nicht, aber gegen Russell waren es jetzt 2 Runden und wir haben einen Mercedes undercutet. Leute, was geht ab? Er wird wahrscheinlich auch im Laufe des Renntrims hier angreifen können und vielleicht kommt er auch vorbei, aber wenn ich an Alonso dranbleibe, machen wir ihm das Leben sehr, sehr schwer, denke ich. Am Aston Martin, am Mercedes, was habe ich gesagt? Wenn wir an Alonso dranbleiben. George Russell zieht jetzt hier vorbei. Adios, Kumpel. War schön, dich mal hinter mir gehalten zu haben. Und zwar so schön, dass das Wiederholungsbedarf hat. Let's go! George Russell fahrlässig überholt, denn er macht nicht die Innenseite dicht.
Und Lewis Hamilton kämpft ja jetzt gegen den Ferrari. Vielleicht, wenn die beiden sich Zeit kosten, kann Fernando Alonso da den Anschluss finden. Mal schauen. Ah, hier ist schon enorm viel los dafür, dass es jetzt 11 Runden waren, die wir gefahren sind. Oh, Red Flag! Red Flag! Was ist da passiert? Okay, ich kann es nicht sehen, schade. Okay, jetzt sehen wir mal, wie die Red Flag Prozedur ist. Okay, das gucke ich mir nach dem Rennen an, dann schauen wir uns das Replay auch nochmal an und so weiter und so fort. Rennstrategie, ja gut. Ja, rote Flagge Ablauf, während der Session Unterbrechung. Okay, Session Neustart. Ja, wir nehmen Softreifen mit, würde ich jetzt auch sagen, oder? Eigentlich die klügste Entscheidung, die man hier treffen kann. Let's go. Wait, wir starten tatsächlich in Runde 14 dann neu. Oh mein Gott. Okay. Zurück, oder? Rennstrategie bestätigen. Jawohl. Alonso mit Mediums. Was passiert hier? Ich sag, wie es ist. Ich will einfach nur die Punkte mitnehmen. Ich will jetzt nicht irgendwie nach dem Podium greifen und Science-Zeit kosten oder sonst was. Ich will jetzt einfach die Position halten. Je mehr Stabilität, desto besser gerade. Er hat auch Softreifen drauf, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir da jetzt großartig, eine Chance haben, langfristig gegen ihn. Aber gegen Verstappen haben wir eine Chance. Und ich mache mich angreifbar, wenn ich jetzt quasi zu viel in die Waagschale werfe. Erstes Rennen direkt Red Flag, Alter. Lila letzter Sektor. Der Moment, in dem Red Bull bereut hat, uns mit Motoren zu beliefern. Charles Leclerc überholt da vorne Sergio Perez. Vielleicht kommt er tatsächlich durch und der andere Red Bull, der ist auch auf dem Medium-Reifen. Und wir bleiben weiterhin vor Max Verstappen. Dem Mann, der diese Saison niemand das Wasser reichen kann. Komplett unangetastet aktuell. In Führung der Meisterschaft. Boah, ey, Leute, wir sind so unfassbar krass gerade unterwegs. Ich verstehe das nicht. Wie? Ich verstehe es nicht. Sergio Perez kontert da nochmal gegen Leclerc. Oh mein Gott, das ist super, super eng. Alter, Carlos Sainz könnte damit durchstüpfen. What? Wir sind auf 3. Ey, ich muss ganz kurz die vierte Wand durchbrechen, ne? Ich bin auf derselben KI-Stufe unterwegs wie in meiner 100% Karriere und da bin ich außerhalb der Punkte gewesen und ich verstehe gerade nicht, warum ich hier plötzlich so krass bin, vor allem da habe ich einen Formel 2 Fahrer als Teamkollegen, hier habe ich sogar Pastor Maldonado als Teammate und ich glaube nicht, dass der so viel schwächer ist als ein Formel 2 Fahrer, zumal er ja auch die ganzen Ratings auch hat, bessere Ratings. Aber so oder so, jetzt klammern wir mal den Faktor Maldonado aus. Wie kann ich hier bitte gerade um die Top 3 mitfahren? Es ist unfassbar. Ich hoffe nur, dass eins nicht jetzt passiert. Es gibt nämlich einen Bug, wo nach einer Red Flag das Ergebnis wiederhergestellt wird, das nach der roten Flagge auch tatsächlich entstanden ist. Also, in dem Fall würde ich dann Siebter jetzt sein.
Oh nein! Bleib erstmal dahinter. Ach du Schreck, Alter. Ja, ey, das wäre natürlich bitter, wenn ich da jetzt auf 7 zurückfalle. Aber ich muss sagen, ich bin gerade eh viel zu hoch positioniert für meine Fahrzeugperformance. Realistischer wäre es, wenn ich einfach nur auf P7 wäre. Ich muss ja auch ein bisschen Energie nutzen, damit ich dranbleibe sogar. Leclerc greift aber am Ende nochmal Perez an. Ja, aber das ist nicht wie in den letzten Runden, wo man hier irgendwie durchschlüpfen könnte. Leclerc verliert Pace. Perez hat das hier gerade sicher. Also die Medium-Reifen scheinen jetzt langsam Überhand zu gewinnen gegen die Softs. Aber es könnte auch sein, dass einfach Leclerc gerade ein bisschen Potato fährt. Charles Leclerc hat kein DRS mehr durch Sergio Perez. Bitte was? Und ich bleibe an Leclerc dran. Das ist das eigentlich Faszinierendere gerade in diesem Kontext. Oh nein, die Marbles eingesammelt. Oder wie Christian Danner so schön sagt, die Gummiwurzel. Wir haben noch DRS, aber fährt der Ferrari auch? Hä? Jetzt nicht den Vettel machen. Oh, ich sag's auch noch. Wir bleiben vorne. Max Verstappen überholt Carlos Sainz. Die Medium-Reifen trumpfen hier auf. Bei Ferrari sind die Reifen durch. Fast schon wieder Realität. Nur, dass hier plötzlich ein Diving Point chillt. Ja, also... Was macht der Leclerc da? Wo wollte der da rein? Heieiei. Okay. Gut reagiert. Die letzte Runde beginnt gleich. Jetzt... Bloß nicht nachlassen, Dave. Ja gut, wenn Leclerc mich überholt, ist auch nicht schlimm. Dann bin ich halt Dritter. Ist auch noch okay. Sergio Perez denkt sich gerade, puh, zum Glück beliefern wir die mit Motoren. Ich glaube, Helmut Marko wird das aber trotzdem nicht gefallen. Christian Horner auch nicht und Max Verstappen erst recht nicht. Mal kurz geguckt, wo ist eigentlich Maldonado? Also Sainz ist auf 5, auf 6, 7 die Mercedes. Auf 13 aktuell, oh mein Gott. Boah, Max Verstappen hat einfach Leclerc getrappt. Boah, das war unfassbar krass gerade von ihm. Dadurch, dass er so nah dran vorbeigefahren ist, hat er verhindert, dass Leclerc aus dem DRS, aus dem Windschatten rauszieht, um mich zu überholen und hat uns beide geholt. Alter, okay, jetzt bin ich mir sicher, liebt Red Bull mich wieder. Oh mein Gott, alter Verwalter, ich verhelfe gerade Red Bull zum 1-2. Und wir fahren auf Kurs Podium. Kann das denn wirklich sein gerade, oder? Was ist hier los? Bitte, bitte kein Bug. Bitte, bitte kein Bug. Also ja, ich bin definitiv viel zu hoch positioniert gewesen daran, wo unser Fahrzeug steht. Aber es ist eine Sensation, die ich mit Kusshand entgegennehmen würde. Und es wäre so bezeichnend, nach zwei verkorksten Dave-Formel-1-Spiel-Beziehungen jetzt mit F1-23 mit einem Hoch hier anzufangen. Etwas spät gegen Leclerc hier in die Verteidigung gegangen, aber er wird das schon durchstehen. Und das ist es! Podium! Vielleicht! Bitte! Okay, die Abblende, ist das gut oder schlecht? Ist das gut oder schlecht? Bin ich auf dem Podium oder nicht? Nein, oh no, der Bug ist da. Oh, ärgerlich. Aber, Leute, da mache ich erstmal die Red Flag aus. Es ist okay. Es ist natürlich schade, aber bei einem neuen Feature kann das passieren. Und bei der Qualität, die F1-23 an den Tag legt, ich möchte mich nicht beschweren. Ich möchte mich nicht beschweren. Wir hatten trotzdem noch ein spaßiges Rennen, oder? Und darum geht es auch letztendlich. Und wie gesagt, dass ich hier am Ende P7 hole, ist natürlich auch einfach stark. Und für mich
absolut erfreulich. Also ich beschwere mich da jetzt überhaupt nicht. Es ist okay, es ist cool. Und wir gucken mal ganz kurz auf die WM-Tabelle nach dem ersten Rennen. Wir haben 6 Punkte geholt und stehen auf P5 vor Alpine, hinter Aston Martin und Mercedes. Na gut, und Red Bull, die haben so oder so oder so oder so den Rennsieg geholt, den Doppelsieg geholt. Und damit, werte Damen und Herren, bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser ersten MyTeam-Episode. Die hat sich ein bisschen verzögert, weil meinem kleinen Hundi, dem geht's nicht so gut. Da musste ich mich ein bisschen um den kümmern. Und dadurch verschiebt sich das ein oder andere Video. Aber die nächsten Tage werden, denke ich, mal wieder ganz gut sein. Weil er ruht sich gerade aus, er schläft ganz entspannt und das wird wieder. Er wird aufgepäppelt und ihr kriegt viel Content. Tschüss, tschüss.